unten an der Brücke ist eine Erdruhe. Ruhe! Ah. Wir fangen jetzt an! Wir haben was Neues! Gott segnet uns. Hui! Da geht dann Flammen auf. Hey, nehme ich mit. Oh, das sieht cool aus. Ein Jetpack. Auf den Kirchturm. Hauptsache, das wird nicht vor alle. Dann stürzt man ab, glaube ich, ne? Dann stürzt du ab. Oh. Ich habe doch schnell die Landebahn freigemacht. Ach, wo wir haben noch 90%. Wie viel? 90? Ah, 94,8 habe ich. Ob das auch von hier geht? Ah! Mein. Hättest du runterfliegen können. Nein, ich bin dafür sowas immer zu doof. Was hast du gemacht? Ach, nix. Tiefflug. Tiefflug über den Kürbisacker. Ah, da kann aber noch ein bisschen, aber hier sind schon wieder ein paar. Ah, wo ist denn die Nina? Ach, die Nina steckt im Loch. Ich bin hier reingefallen. Oh Gott. Oh Gott, ich hab bloß nicht hinzugefügt. Wieso? Das ist doch schön. Ich bin außerdem der Kohlenmann. Ich muss mal was essen. Ich esse jetzt eine Kartoffel. Genau, du bist der Mauermann, habe ich gehört. Ja, die Mauer muss weg. Komm mal her. Ja. Oh, du bist voll. Aber wie? Warte mal, ich kann das noch wegwerfen und das noch wegwerfen. Und dann kann ich das noch wegwerfen. Und dann kann ich noch das wegwerfen. Und dann werfe ich das wieder zu. Nina? Das ja. Erde. Ja. Oh, Wasser. Oh. Haben wir auch Musik? Nö. Keine Musik? Ich habe aber noch keine neue Playlist. Ich war zu faul, es war zu warm. Mach deine alte Playlist in an. Ich mach die heute, ich singe einfach, ja? Okay. Wir können auch das Radio. Können auch das nur Copyright-Radio anmachen. Nein, dann sperren sie uns wieder die ganzen Videos. Das hatten wir doch nee, schon mal. Nicht das. Doch. Das haben die. Das haben die. Nein, das war ja das Minecraft. Ich hole es. Ich hole es. Warte mal eine Sekunde. Guck mich mal weiter so an. Jetzt macht ihr wieder Blödsinn mit mir. Kohle! Wenigstens sind hier keine Gasflaschen. Kohle! Und wenigstens sind hier keine Feuerlöscher. Hab ich da einen Feuerlöscher gehört? Hab ich da einen Feuerlöscher gehört? Jetzt versuchst du im Internet nach Feuerlöscher. Oh, gib mal einen Feuerlöscher. Feuerlöscher. Oh, der Backkartoffel. Ich bin Zombie. Gib mir meine Kohle. Oh. Gib mir meine Kohle. Kohle. Ich sehe das alles. Kohle oder Feuerlöscher? Das ist so ein Kacke. Ja, schon die Kürbisse her. Bin ja schon weg. Schon so Kürbiskopf. Wenigstens hab ich einen Kopf. Ein was? Oh, was geht hier los? Oh, Dr. Scrapple ist online. Wo denn? Auf Steam. Ach so. Oh, so weit soll ich bauen, Nina? Okay. Ja, jetzt hast du ja erstmal ein bisschen Stein. Ich versuche ja auch einen richtigen Abschluss für eure Mauer da hinten zu machen. Oh, die ist ja noch nicht fertig. Die reißen wir sowieso wieder weg. Oldman ist der Mauermann. Sag ja, ich kann keine Mauer bauen. Aber dafür kann ich Häuser bauen. Und Keller bauen. Ich will ja nichts sagen, aber das leckt.
Was leckt? Ich sag schon gar nichts mehr. Was leckt? Du hast einen Ping von 14, meckern immer nicht rum. Ich bin 14? Ja. Dreh mal die Zahl um, da bist du eine 40. Oh, ich hab nur eine 44. Nein, ich bin ein kleines Mädchen. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Jetzt bin ich ein gefallenes Mädchen. Ah. Was denn? Wie viel Platz zur Mauer soll ich freilassen? Mach das, wie du es möchtest. Aber wenn ihr die wieder baut, dann müsstest du das berücksichtigen. Ja, deswegen genau. Mag ich, ja. Gott! Gut. Ja, ich habe ja schon aufgehört. Was ist, schlafen gehen? Schlafenzeit! Okay. Ist da ein Bett noch für mich? Oder guck in die Hütten rein von den Dorfbewohnern, da sind Betten. Gleich hier in der Nähe, ne? Sebi? Ja. Gleich die nächste Hütte oder so. Einfach reingucken. Und nimm's dir doch gleich mit, Nina, wenn du Platz hast. Oh, nur eine Geschwindigkeit. Oh, jetzt ist 24. Ah, Prost. Nicht sappen. Verbeifallen. Es dauert aber lange hier. Guten Morgen. Guten Morgen, wo ist der Kaffee? Kaffee? Morgen Kaffee? Mopsi? Das ist meine Möpsenruhe. Nein, das ist meine Möpsen. Wo ist denn die Frau Sachmit? Die steht da. Die schläft etwa noch? Nein, da kommt sie. Frau Sachmit, kommen Sie mal bitte her. Kommen Sie mal bitte zur Bauleitung. Ja. Reicht Ihnen das jetzt hier oder wollen Sie noch weiter in die Tiefe bauen? Dann kommen Sie aber in unser Kürbisfeld. Da ist sie. Ich habe das jetzt nur hier so. Ach so, ich kann jetzt hier so machen. Ja. Und so, ja, und so, und so, und so. Warte. Ihr könnt das aber auch gerade durchziehen, mir ist das egal. Aber mir nicht. Ernsthaft? Ja. Aber deine Kürbispflanzen. Ja, die erweitere ich dann halt weiter. Ja, dann mach die Kürbispflanzen weg, dann machen wir das so. Dann ziehen wir das bis zu der Mauer da hinten, Nina? Was meinst du? Ja. Weil wenn so noch jemand anders gedacht bauen möchte, hat er gleich Platz. Ja. Ne? Das hatte ich auch vorher irgendwie gedacht. Ja. Du kannst aber auch, Nina, wir können aber jetzt auch ein tiefer, also sonst wird das jetzt so viel, wir können das auch so machen, dass das denn hier die Höhe ist und machen das denn hier gerade. So am Weg, so ein breit, warte mal, ich zeig dir mal, wie ich das meine. Das ist immer, zeigen ist dann besser als erklären. So, das mache ich noch weg. So, bis zu dieser Stelle hier, so. Weißt du, dass du so einen Absatz, das stört doch nicht, oder? So, und das kommt alles weg hier, was jetzt noch übrig ist hier. Ich bin bloß voll, ich kann keinen Boden aufsammeln, glaube ich. So, was sagst du dazu, Nina? Geht doch so, ne? Okay, und dann hier alles diese... Und hier, das ist dann wieder das hier, wo ich jetzt bin, das ist dann die Bauebene. Jetzt müssen wir wieder Terraforming machen. Ja, ich bin ja schon bei... Hier hinten. Ja, nicht wahr? Wir bräuchten ja theoretisch eine Farm, ne? Ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Für alles. Wir brauchen Acker und der muss aber nicht, glaube ich, nicht innerhalb des Hausgebäudes oder der Mauer sein, ne? Nee, das würde ich sogar außerhalb bauen. Weil das ist ja auch sehr platzintensiv. Und da stören die sich ja nicht dran, ne? Nö. Die wollen ja uns hauen und nicht unsere Rüben. Also sie wollen schon unsere Rüben hauen, aber nicht die Moorrüben im Boden. Die Folgen sind gerade freigeschalten worden, die Woche übrigens. Oh, schön. Die Katastrophe. Da warst du aber auch, glaube ich, ein bisschen entnervt nachher zum Schluss, ne? Nö, eigentlich nicht. Na, ich fand mal diese Müdigkeit, die da halt... Ja, das stimmt. Hier ist ein Baum! Ups! Ah, ich habe den Aussichtsbaum. Haben wir noch Kies? Ja, auf dem Konto. Nein, im Keller ist unten noch was, musst mal suchen. Wir müssen es mit der Beschriftung noch ein wenig verbessern. Naja, da sollen ja Frames sind, damit man dann sieht, welche Truhe was beinhaltet.
Da ist genau. Gar kein Kies drin. Du hast gar kein Kies. Hier müssten, ja, du musst weiter hinten gucken. Bei Steine war das, glaube ich. Ah nee, Kies haben wir noch hier oben. Ach so, das kann natürlich auch sein. Du, für deine Brücke hier würde ich aber Tore reinbauen, ne? Da sollen ja automatische Tore. Ja, weil die, da gehen sie ja durch, ne? Ich ziehe die Mauer, glaube ich, auch hier so lang. Ich mache jetzt hier erstmal eine Treppe. Wo ist hier, kommt hier auch noch ein Toreingang hin? Dann kann ich das mit der Farm verbinden. Wo bist du? Ja, natürlich, natürlich. Da baust du ein Tor hin, wo du eins haben willst. Ich brauche die Mitte. Ja, dann viel Spaß beim Zählen. Ich brauche die Mitte. So was Doofes. Würdest du da die Mauer noch zu Ende bauen? Dass ich da mir abziehen kann? Dann ziehe ich ja, mir da noch einen ab. Hast du recht. Da bräuchte ich noch ein bisschen Erde. Die hat Nina. Nina ist die Herrin der Erden. Kriegt das sonst nicht abgezählt. Reicht das? Ja, ja. Damit kann ich arbeiten. Das wird schön. Das gefällt mir. Das ist zwar wieder ganz schön übertrieben, aber das macht nichts. Ach, die übertreiben nicht. Hier geht die Mauer lang. Alles klar. Huch. So. Hacke. Hacke. So, Mauer ist fertig. Guck mal, wie schnell ich das kann. Guck mal. Ja. Eins, war zwei, was? Drei, vier, fünf. Also, sechs, Nina, sieben? Hier ja. Bauen wir nachher noch Tore rein. Wir ziehen jetzt erstmal die Mauer durch. Und wenn wir dann nachher eine Tor brauchen, dann wird das da gebaut halt, ne? So wie Sebi das jetzt macht. Zwei, eben, ne? Drei, vier, also nicht wundern. Sechs, sieben? Ich muss die Musik mal ein bisschen leiser machen. Ich verstehe euch sonst nicht so gut. So. Ich mag auch diesen Weg hier. Den finde ich wunderschön. Das hätte ich gar nicht machen dürfen. Ah, Mann! Jetzt kommt wieder so eine schöne Musik. Ich hab einen Pimmel Ich hab was Schönes gebaut. Guck mal, nee, Sebi. Was denn? Der schlaf und der hat ein Loch in der Mitte. Geil. Das macht ihn... So hübsch. Du hast hier Pickel ran gemacht. Überall. Am Haus macht der Pickel ran. Das ist ein Käfer, so ungefähr. Das hin? Nee, schade. Verzähl mich andauernd, das ist dumm. Das ist auch so warm, da darf man sich verzählen. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Jetzt glaube ich 20, hoffentlich. Ja. Müde sein darf man auch. Ich bin immer müde. 2, 4, 6, 8. Und die Augen drehen, das darf auch. 4, 6, 8, 10. Ja, das muss ich auch denn ein bisschen auszählen, wie viel das sind. Au! 3, 4, 6, 8, 10. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Haha, kann ich gut. Wie habe ich die denn gebaut? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, irgendwann gibt es aber eine neue Playlist. Ich hatte schon mit angefangen, dann hat das aber nicht funktioniert, weil iTunes ist ja ein hervorragendes Programm. Ich war ja neulich bei meiner Cousine. Und die hat zu mir gesagt, ich mag Apple nicht. Okay. Ja, ich mag meine Cousine. Oh. Da habe ich gesagt, ich habe aber noch ein iPad. Braucht man das? Ich fand das so klasse. Aber schon älter, ne? Ja, das habe ich schon eine ganze Weile. Das läuft ja jetzt auch. Die neuen haben, glaube ich, gar kein USB mehr. Kein USB. Quatsch. Kein, Klinke. Ah. Mhm. USB-C. Ja, die haben dann aber so einen Adapter. Also das sollte auch funktionieren mit Musik, wenn ich denn mal was anderes haben würde wollen. Irgendwann steht das mal zur Debatte. Aber ich weiß nicht, ob ich dann noch wieder ein iPad nehme. Ob ich mich denn endgültig aus dem Apple-Universum
verabscheide. Fürs vorläufig. Weil die guten sind mir viel zu teuer. Kostet eins fast, das Einsteigerteil fast 600 Euro, wenn ich mich nicht verguckt habe. Das ist mir nicht wert. Und die anderen sind nicht wirklich besser. Mhm. Bloß bei dem hier wird der Akku langsam mürbe. Oh, mein. Oh, das dreht. Das juckt im Auge. Ich nehme jetzt mal die Brille ab. So, jetzt ist besser. Ich mach die hier mal ein bisschen höher, die Mauer, ne? Damit das von der Optik passt, ne? Oh. Hm. Und eine Fackel habe ich auch schon gesetzt. Hier ist ein Erdblock in der Ecke. Hat das was zu sagen? Ich glaube, Sebi hat den benutzt, um... Wozu hast du den Erdblock benutzt? Ich will es nicht wissen, sag es nicht. Um hochzukommen, habe ich gesagt. Ja, sonst kriegt man ja keinen hoch. Pfui. Pfui. Pfui, 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 pfui. Ja, eine Vorlage. In welchem Abstand habe ich die Treppe da gebaut? Ich warte erst mal, bis ihr fertig seid, dann baue ich irgendwann mein Haus. Kann ich bei der Mauer helfen? Sobald Oldman da rum ist, kannst du anfangen. Komm zu mir! Vibe, hier hast du einen Stein! Nina? Ein Stein. Ach du, das ist Sebi! Ich dachte, das wäre, wärst du da hinten. Da freut sie sich. Keine Frau. Na, da müssen wir mal nochmal ganz genau nachgucken. Ja, mach das. Oh, mir betreten tatsächlich die Augen heute. Kann man da mal oben einen Block draufsetzen? Ich komme ja nicht an. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Gott. Super gemacht. Es wird dunkel. Ich gehe ja schon ins Bett. Oh, mein Auge. Ach, da habe ich die Halbstufen raufgesetzt. Alles klar, das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe ja auch jetzt noch In-Game-Musik an. Option. Das war... Oh Gott, wo waren das? Musik und Geräusche. Musik ist aus, ne? Das ist ja dann praktisch. Ich habe mich jetzt einfach erstmal bei euch im Erdgeschoss verfranst. Verfranst? Wie geht das? Schönen guten Morgen. Herr Oldman. Der ist gerade beschäftigt. Der muss popeln. Ja, ich höre. Ich habe eine Anfrage an Sie. Wo sind Sie denn her? Kommen Sie mal zu mir. Oh, ist schon wieder Tag. Ich würde gern hier den Eingang machen. Dann geht hier so Holz lang. Und dann kommt man gleich ins Farmgebäude rein. Ist das annehmbar? Nur unter einer Bedingung. Ja. Ich verstehe. Ich möchte behaupten, das sieht man aber ab da nicht mehr. Nee, aber hier mache ich das jetzt noch, damit das gleichmäßig aussieht. So. So schöner, ne? Da stört es nicht, aber hier... Oder wir machen hier einen Weg und dann kommt das Gebäude hier so ein bisschen mittig. Ja, gerne. Da können dann auch Truhen rein, wo das ganze Essen rein kann und so und das Geerntete, ne? Genau, und da kommt auch das später das Portal noch mit hin. Das Portal? Ja, das würde ich da nicht mehr unten im Keller haben. Das Portal... Herr Sebi, wir haben ein Problem. Ja. Was ist das Problem? Ich muss das anders machen hier, das geht so nicht. Guck mal, ich komme da mit meinen kleinen Steinen genau hier hin. Hab ich ja, das falsch gemacht? Dann ziehst du da lang. Ja, aber dann ist doch, hier kommt doch eine Tür rein. Ach nee, hier kommt ja keine Tür rein, ne? Nö. Ich überlege mir noch was, wie ich das dann mache. Das müsste dünne Bretter geben oder sowas, ne? Ja.
Die noch einen halben Stein vom halben Stein sind. Also müssen wir. Wir können hier, glaube ich, auch einen höher machen, damit das passt. Es ist hier nur so ein Buch. Ja, muss ich. So, zum Beispiel, Nina, wie ich hier aus Versehen gemacht habe. Ja, können wir auch machen. Da lasse ich mir was einfallen. Daneben kommt dann so wie. Hier kommt, muss sowieso noch eine Treppe hin. Da muss der Herr Sebi sagen, wo er sie hinhaben möchte. Ich möchte ja nichts sagen, aber das Kürbisfeld muss doch weg. Herr Sebi, wo möchten Sie die Treppe dafür hinhaben? Treppe? Na, dass man hier noch irgendwo hochkommt, hier so, irgendwie, hier so. Das können Sie machen, wie Sie möchten. Okay, Herr Sebi, ich mach das denn so tun. Weil ich muss das Feld da ausfüllen, weil das haut mit dem Haus nicht vorne und hinten nicht hin. Wie hab ich, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das da hinten gebaut habe.